Name und heute ist es auch wirklich München, das Thema, das wir heute besprechen. Wir sind nämlich hier im südlichen Hauptbahnhofsviertel und ja, um dieses Viertel wird es sich jetzt hier drehen. Da werden wir auch einige Themen an diesem Ort hochziehen, wie Gentrifizierung, Migration und aber auch, was sich kulturell hier in so einem Stadtteil tut, was sich entwickelt und wie das hoffentlich auch weitergehen wird hier. Ja, und bei uns heute zu Gast ist der Michael vom Import-Export und mein Partner in der Moderation ist, wie beim letzten Mal schon, auch der Alesch. Ja, südliches Hauptbahnhofviertel, wie ist das geprägt? Zunächst mal im Zweiten Weltkrieg war hier sehr viel zerstört durch Bombenangriffe und dann halt der Wiederaufbau, teilweise sehr schnell hochgezogen, die Gebäude. Und ja, es gibt aber heute sogar noch gleich hier nebenan eine Baulücke. Das war das GAP, also da ist das Name, der Name Programm. Das GAP ist so eine Kneipe, das ist nur eingeschossig bebaut und so quasi als Zwischennutzung knappe 20 Jahre schon da drin. Aber heuer wird es wohl endgültig zu Ende gehen. Und auch da, wo wir jetzt sind, hier zwei Häuser weiter in der Goethestraße 30, genau, da wird man wohl in Zukunft nicht mehr so gemütlich sitzen können, weil hier die Abrissbirne andrückt. Ja, und jetzt, Michael, wie bist du denn überhaupt an den Ort gekommen? Das war ja vor 3 Jahren. Da hatten die Kammerspiele hier ein Stadtteilprojekt und da habe ich dich auch das erste Mal gesehen. Was war da damals? Zu der Frage, wie bin ich dazu gekommen? Der Verlauf war, die Kammerspiele machen einmal im Jahr ein Stadtteilprojekt und 2010 haben sie sich hier das südliche Bahnhofsviertel ausgesucht. Sie wollten oder sie haben verschiedene Spielorte auch gehabt, wo sie Projekte und Aufführungen durchgeführt hatten, aufführen wollten zu dem Zeitpunkt. Sie wollten dann eine Art Festivalzentrale installieren. Zentrale im Sinne von Bahnhof, ne, glaube ich. Zentrale zum einen, dass die Leute von den verschiedenen Spielorten, wenn was passiert, dann an diesen Ort kommen können, wo aber auch Projekte durchgeführt werden, wo alles zusammenfließt. Und da haben sie auch lange gesucht, hatten dann, das kam über den Bülent Kuduczuk, die Empfehlung, den Tunjal mit ins Boot zu holen. Das ist dein das Partner? Das ist mein Partner hier im Import-Export, Tunjal Acar. Einfach auch aus dem Background, wo er herkommt, hat dort auch schon in München viele Jahre Kultur-, Musikprojekte durchgeführt, Vorstand im Glockenbach, in der Glockenbach-Werkstatt, um quasi eine Art Festival, sag mal da, Leitung, ne, die Festivalleitung hat er nicht übernommen, oder ist auch nicht angefragt worden, sondern um den Spielort mit Inhalten zu füllen, zum einen die Gastronomie zu machen, zum anderen mit Programmpunkte zu bringen, mit einzubringen. Und nachdem ich damals im Tunjal schon etliche Projekte durchgeführt habe, er wollte das nicht alleine machen, ist an mich herangetreten, hat gemeint, hey Michael, wir arbeiten so gut zusammen, magst du da mit einsteigen? Und da gab es auch diesen Ort eigentlich noch gar nicht. Wir sind dann teilweise mit dem Team von den Kammerspielen hier durchs Viertel gelaufen, haben uns verschiedene Orte angeguckt, haben dann auch gesagt, ja, das würde funktionieren, das nicht. War auch dieser Ort dann im Gespräch und da waren gleich alle davon hellauf begeistert und natürlich haben die Ideen angefangen zu tickern, was kann man machen. So kam ich in diese Geschichte mit rein. Ich kann mich nämlich noch erinnern, wie ich vor etwa 3 Jahren hier bei einer der ersten Veranstaltungen war. Da habt ihr dann da hinten gekocht und Getränke, das war alles noch recht frisch. Und jetzt über die letzten 3 Jahre, das spürt man, habt ihr auch da schon sehr viel Routine entwickelt. Tolle Kaffeemaschine mit 10 Stück da. Also, ja, die Kaffeemaschine, die hatten wir relativ bald. Und, genau. Ein guter Kaffee, wenn es schon improvisiert ist, muss es ein
professioneller, leckerer Kaffee sein, den wir anbieten können. Ja. Genau. Und zur Erklärung, Import-Export, so heißt der Ort hier. Und da war früher ein türkischer Supermarkt unter anderem drin gewesen. Davor war es ein türkischer Supermarkt, davor war es mal eine Apotheke. Also es war auch schon unterschiedliche Nutzungen hier, die hier stattgefunden hatten. Drüber in dem Gebäude waren Gebetsräume bis hin zur Bibliothek. Also ein Ort, der schon viel auf dem Buckel hat sozusagen, schon verschiedenste Nutzungen hatte. Und wahrscheinlich wird es den in der Form in wenigen Monaten nicht mehr geben. Und dann sind wir auch schon beim Stichwort Gentrifizierung. Da ist ja so, also der Begriff bezeichnet ja etwas, wie sich ein Viertel verändert. Jedes Viertel verändert sich, das liegt in der Natur der Sache. Aber hier ist aus meiner Sicht doch gemeint, das Thema, es kommen von außen Menschen, Institutionen, die sagen, okay, wir möchten hier investieren, Altes erneuern oder ganz neu machen und eine andere Nutzung dann hier reinnehmen. Mhm. Und ja, der Treiber dafür ist in der Regel, ich möchte eine recht hohe Rendite dann damit erwirtschaften. Mhm. Also nur mal so als Erklärung für Gentrifizierung. Mhm. Jetzt bist du ja hier mit dem Viertel mindestens eben seit diesen 3 Jahren aufs Engste verwoben, dadurch, dass ihr hier sehr präsent seid, sehr viele Verbindungen habt, Kontakte knüpft. Und wie erlebst du das denn jetzt so die letzte Zeit? Und auch in den Gesprächen, die ihr hier führt, ihr habt ja auch Veranstaltungen, wo das Thema aufgegriffen wird. Wenn man das jetzt Gentrifizierung mal auf südliches Bahnhofsviertel nimmt, was hast du da erlebt? Also eine Gentrifizierung habe ich, so wie ich es jetzt seit 3 Jahren immer wieder öfters höre, diesen Begriff, noch nicht miterlebt, dass ich sagen kann, das Viertel hat sich jetzt so und so verändert. Wie du auch schon gesagt hast, ist es, glaube ich, auch ein natürlicher Prozess von Stadtteilen, die sich verändern. Es kommen Leute von außen, bringen was mit, es funktioniert und das Viertel verändert sich dann. Also zum einen ist es ja nicht was, so wie es meistens oder momentan sehr viel dargestellt wird in der Presse, dass es eine negative Geschichte ist, dass sich etwas verändert. Vielleicht auch nochmal zu der Gegebenheit. Wir haben uns quasi nicht das Viertel ausgesucht, sind hierher gekommen. Zumindest war es bei mir so, beim Punja war es, denke ich mal, genauso. Wir sind gefragt worden, ob wir hier was machen und haben dadurch erstmal das Viertel richtig kennengelernt. Gesehen, was passiert, wie es funktioniert, was für Menschen hier wohnen, arbeiten. Und also ehrlich gesagt, ich habe mich auch davor nicht so intensiv mit dem Begriff Gentrifizierung auseinandergesetzt. Geht mir ähnlich, ich kenne kannte den Begriff, ich wusste es in etwa, was es ist. Aber um da mal so einzuhaken, es gibt natürlich schon eine Art von wiederkehrendes Motiv in dieser Stadt und das ist, dass irgendwas Neues passiert, wie es wird erklärt, dass das Heizkraftwerk am Sendlinger Tor einfach eingestellt wird. Mhm. Der Effekt ist, alle sind in einer Art von Aufbruchsstimmung. Die Journalisten berichten darüber, Ideen werden eingereicht, endlich, da kann man das und das tun. Mhm. Ja, und 2 Jahre später bekommen wir einfach The Seven, nicht? So eine High-End-Wohnanlage, wo der Quadratmeter irgendwie 15.000 Euro kostet und wo ein Concierge unten ist und eine Consulting-Firma. Mhm. Also ich bin sicher, es gibt eine Menge Leute, die das nicht als positiv empfinden. Ja, ich meinte nur, dass es nicht unbedingt negativ sein muss. Das stimmt, das sehe ich auch so. Klar, dass, wie du schon meintest, dass von außen her auf ein Viertel geguckt wird und sagt, das wäre da möglich und dann sind da zig Spezialisten am Werk, die dann genau passend für dieses Viertel irgendwas zurechtschneidern und sich dann auch das Viertel dementsprechend verändert. Das ist nochmal, ich denke mal, es gibt auch unterschiedliche Arten, so natürliche, natürlich entstandene Gentrifizierungen.
was jetzt oft den Künstlern irgendwie negativ in die Schuhe geschoben wird, dass ihr seid in das Viertel gekommen, mhm. ihr habt es belebt, mhm. aber das war schon seit, das seit es eine Stadt gibt eigentlich, ja, so, ja. dass Menschen kommen mit innovativen Ideen, ein Viertel vorher das eben nicht beinhaltet hat und sie dann auch merkt, oh, wow, toll, super, dann andere das auch schön finden, kann ja auch sehr positiv sein. Ja, ja, ja. Aber es gibt natürlich viele Kräfte, die gerade hier im Bahnhofsviertel sozusagen ständig aneinander zerren. Also es gibt eine unterschiedliche Wahrnehmung und es gibt unterschiedliche Vorstellungen, wie man es gerne hätte. Auf jeden Fall. Das ist eben auch der Punkt, ja. wenn man sagt, wovor ich zum Beispiel Angst hätte, dass es eben hier noch mehr Hotels gibt, noch mehr Business-Geschichten ja. und wenn es da so kleine Inselchen gibt, die kulturelle Arbeit haben, ich glaube, das würde nur eine positive Gentrifizierung ins Leben rufen, dass eben nicht alles, so wie ich es befürchte, irgendwann mal ein totales Businessviertel wird. Es wird bestimmt kein zweiter Gärtnerplatz oder Haidhausen, das architektonisch einfach nicht so gegeben. Da ist es eher so von meiner Warte heraus, dass man dieser Gentrifizierung entgegenwirken könnte. Mhm. Also, dass man sagt, so, okay, man hat ein Haus, man macht etwas und schaut auch, dass die bestehenden Strukturen, die man vielleicht auch so toll findet, dass die weiter da bleiben können. Aber ich habe auch das Gefühl, dass gerade hier im Bahnhofsviertel die Vielfalt, die hier vorhanden ist, ist ja entstanden trotz oder entgegen der Wirkung der Stadt oder der Stadtverwaltung. Also ich denke nicht, dass das, wenn man das jetzt so, wenn man die konservativen 50er nimmt und die Entwicklung bis heute, das hat ja sozusagen von höherer Stelle ja niemand so gewollt, dass das so wird. Das ist homogen so entstanden, das hat sich so durchgesetzt entgegen jeglichen bürokratischen Widerstand. Weil man da auch immer ein bisschen differenzieren muss, es war ja auch mal ein Staatsminister hier bei einer Veranstaltung, Heubusch war es, glaube ich. Ne? Ja, das ist ja alles so schön bunt hier und das ist Urbanität, das ist der einzige Stadtteil in München, der internationales Flair hat. Soweit so gut. Ich kenne den Stadtteil seit 17 Jahren, weil ich hier 17 Jahre lebe. Und wie du es vorhin schon gesagt hast, ob das so bunt und so abwechslungsreich ist, wenn ein Hotel nach dem anderen aufmacht, ist immer das eine. Und natürlich gibt es ja auch Gastronomie, wobei da eine gewisse Drehspießlastigkeit da ist. Also wenn ich Besuch habe, es gibt hier nur zwei, drei Lokale, wo ich sage, da gehe ich hin und da ist nicht so, jetzt sage ich mal, dass es so heterogen wäre, da habe ich sogar meine Zweifel. Ein bisschen weiter drüben ist dann Silicon Valley in der Schillerstraße, da ist halt ein Computerladen nahezu nach dem anderen und Hotels. Und also da wäre ich jetzt vorsichtig. Und zum Verweilen gibt es hier nur ganz wenige Orte eigentlich, also, wo ich sage, da ist Ruhe, da sind Sitzmöglichkeiten ohne Konsumzwang und da ist Grün. Und für den Stadtteil, denke ich, ist auch bezeichnend, dass, glaube ich, der Anteil an Kindern unter 3 Jahren, die hier leben, im Promillebereich liegt. Ja. Also, wogegen ich mich ein bisschen wehre, ist zu sagen, alles so bunt hier und so lebendig und so differenziert. Das kann ich so jetzt nicht unbedingt stehen lassen, zumal es jetzt weitergeht. Sind in den letzten Jahren bestimmt im zweistelligen Bereich Hotels hier entstanden, wo vorher keine Hotels drin waren. Ja, hier gibt's Leute, denen sozusagen Casinos gehören. Ja, laut Spielhallen. Also es kann unmöglich eine große, glückliche Familie laut sein. Laut Forschungen ist ja noch ein Bedarf hier, also an Hotels, also diese Forschungen, die betrieben werden, dass das noch lange nicht abgedeckt ist. Also ruhig noch einige Hotels gebaut werden können, um dann sozusagen jetzt... Klar, und da sind wir aber auch beim ganz wesentlichen Aspekt. Wer bestimmt denn, was hier als Nutzung in Gebäude kommt? Das bestimmt in der Regel der das Kapital zur Verfügung stellt. Und ja, es gibt da noch Erhaltungssatzungen natürlich. Und jetzt ist ja die Frage, wie sehr man einen guten Freund hat, vermutlich in einer bestimmten... Wie ist es so, was für ein Kapital du hast und was für Beziehungen du hast, was für ein Standing du auch hast jetzt in der Stadt.
Ist ja auch der Teil von Deutschland, wo das Wort Amigo-Affäre erfunden wurde. Also, darf man nicht vergessen. Wenn wir 20 Millionen in der Tasche hätten, hätten wir schwuppdiwupp ein Haus und würden ein riesengroßes Projekt machen. Kriegen wir auch Kaffee in der Staatskanzlei. Also stimmt. Schon was gehört davon. Ja. Ja, natürlich. Also, mir ist ganz klar, dass die Dynamik in Richtung Hotels, dass die stromlinienförmiger ist für die Ämter als die Diversität, die schwieriger kontrollierbar ist und die meistens ja dann auch nicht so viel Steuergeld einbringt. Möglicherweise dann auch sind es auch so Sachen wie, wenn wir zu viele Kneipen oder Kulturbetriebe oder ähnliches haben, dann Nachbarn beschweren sich und so, das habt ihr auch alles erlebt. Und da übrigens finde ich das bewundernswert, wie ihr aus Konfrontation bisweilen mit dem ein oder anderen Nachbar ja eine Annäherung, Dialog, da kommen wir ja später noch drauf, was Dialog, gibt es ja ein eigenes Projekt, das ich da jetzt Leben gerufen habe. Gut, aber gehen wir vielleicht einfach mal zurück, du bist mit Tunçay hier vor 3 Jahren hergekommen und habe begonnen, diesen Ort hier zu bespielen, sage ich jetzt mal so. Wie hat sich das entwickelt? Was habt ihr so anfangs gemacht? Was ist dazugekommen? Was habt ihr ausprobiert? Wie seid ihr in Kontakt gekommen? Welches Publikum habt ihr angezogen? Vom Anfang bis jetzt, also ich würde mal sagen, anfänglich haben wir unseren Freundeskreis, unser Netzwerk mit einbezogen, haben gefragt, wir haben gesagt, hey, wir haben jetzt diese Räumlichkeit, sicher für einen Monat, wollt ihr Inhalte bringen, also musikalisch, Lesungen, einfach aus unserem Netzwerk heraus in die Leute hereingefragt. Der große Unterschied zu jetzt ist, wir fragen nicht mehr, also ganz, 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 ganz selten, dass wir sagen, boah, bitte, du musst unbedingt noch hierher kommen, sondern wir bekommen die Anfragen. Und diese Entwicklung hat uns gezeigt und hat es bestätigt, dass dieser Ort seine Berechtigung hat. Also es ist jetzt nicht ein Ort von Freunden, von einem kleinen Netzwerk, das eine Präsentationsfläche braucht, sondern es ist ein Bedarf da und nach diesem Bedarf haben wir reagiert. Was jetzt die Technik auch anbelangt, was die Leute brauchen, um ihre Projekte umzusetzen. Was wäre da ein Beispiel, wo ihr gesagt habt, okay, kommt eine Band oder kommen Theaterleute? Zum Beispiel, so anfänglich hatten wir versucht, eine möglichst große Vielfalt mitzubringen und das hat sich eigentlich fortgesetzt, ohne dass wir großartig steuern und regeln müssen. Wir hatten zum Beispiel eine Anfrage für ein Theaterprojekt, die wollten wir 2 Monate drin sein. Wir haben uns auch gedacht, oh, 2 Monate, wir haben keine Förderung, wie realisieren wir das finanziell? Uns war es aber dann so wichtig, dass sowas stattfindet. Und wir haben gesagt, okay, die 2 Monate, das schaffen wir irgendwie, das auch finanziell zu stemmen. Wir haben 2 Monate unseren regulären Betrieb eingestellt, um dieses Theaterprojekt realisieren zu können. Jetzt hast du gesagt, das war dir sehr wichtig oder euch sehr wichtig. Was war da der Inhalt und die Intention von dem? Da ging es eben auch um Menschen aus zum Beispiel aus der Türkei, die hier angekommen sind. Verlauf stimmt, da war ich vom Emre, dass uns, wir haben die Geschichte bekommen, haben die Geschichte uns durchgelesen und haben gemerkt, so, wow, das ist ein unglaublich interessanter Stoff, den der Emre da hier realisieren möchte. Uns hat das fasziniert und auch die Ernsthaftigkeit von der Crew, die dann hinter dem Emre gestanden ist, dass wir gesagt haben, okay, wir schaffen das, wir machen das, wir stellen den Raum zur Verfügung. Und das ist, denke ich mal, all die Jahre über immer wieder vorgekommen, dass wir Projekte uns angeguckt haben und auch gesehen haben, oh, das passt hier zu dem Ort. Wir unterstützen das und wir wollen, dass das realisiert wird. Also es ist schon, wenn du jetzt sagst, 2 Monate den regulären Betrieb
runtergefahren oder ganz eingestellt. Auf Einnahmen verzichten ist ja ein hohes Maß an Idealismus, Engagement dabei. Also nicht einfach zu sagen, ich mache hier Programm, um möglichst viele Leute anzuziehen, die hier möglichst viel Geld lassen, damit es mir wirtschaftlich gut geht, sondern natürlich ist es wichtig, dass ihr ein Auskommen habt und dazu braucht man ein Einkommen, aber das ist nicht alles. Ne? Das denke ich, das spürt man auch, wenn man hier ist. Ich bin ja öfters hier und auch wenn ich mich mit anderen unterhalte, es hat schon was Besonderes, weil es eben, glaube ich, nicht so ein Laden ist, wo ich sage, das ist reine Konsumunterhaltung oder Unterhaltungskonsum oder wie auch immer. Ja, es ist ein, also ich habe mir auch in letzter Zeit nochmal mehr Gedanken drüber gemacht, das ist ein Zulassen. Wir haben schon eine gewisse Idee, oder wenn ich jetzt von mir spreche, ich habe schon eine gewisse Vorstellung, was hier sein soll, aber immer aus der Sicht heraus, um eine möglichst große Vielfalt anzubieten und schon auch ein großes, breites Publikum zu erreichen. Ich möchte jetzt nicht nur, dass ich immer die gleichen Gruppen treffen. Mir war immer ein Anliegen, dass sich die Gruppen vermischen, austauschen können, dass es ein Ort der Begegnung auch sein kann. Und das ist es weniger, wenn wir jetzt ein Programm anbieten würden, das jetzt, wenn man jetzt nur reine Lesungen und Diskussionen anbieten würde, ganz mal abgesehen von der finanziellen Struktur und finanziellen, wie man das regelt, dass ich das beobachtet habe, je unterschiedlicher die Sachen sind, je unterschiedlicher die Menschen auch sind, die unterschiedlichen Altersgruppen, die man auch anspricht, desto mehr Möglichkeiten ist, dass die unterschiedlichen Gruppen sich doch irgendwie begegnen, kreuzen und füreinander Interesse oder überhaupt die Möglichkeit haben, jemand anders zu treffen. Mhm. Wenn ich jetzt in einem Jazzclub bin, der nur Jazz anbietet, was auch seine Berechtigung hat, wird man zum Großteil Gleichgesinnte treffen. Wenn aber an einem Tag ein Elektrokonzert ist und am nächsten Tag eine politische Diskussion und am übernächsten Tag ein Theaterstück ist und ich das Programm in der Hand habe und mir dann doch überlege, ah, vielleicht schaue ich dann da auch vorbei und treffe dann auch noch die Menschen, die das umsetzen, weil es hier eben wenig Backstage-Bereiche zum Beispiel gibt. war das für mich schon ganz sehr langer Zeit einfach eine sehr spannende Geschichte und auch immer die Motivation. Ich habe über 2 Jahre lang hier auch Kinderprojekte angeboten. Mhm. Ich habe es dann aufgegeben, weil ich es, das war der einzige freie Tag, der Sonntag. Und meine Familie hat dann irgendwann gemeint, hey, du bist 6 Tage die Woche nonstop weg. Sonntag ist Familientag. Genau. Und du machst noch was für andere Familien. Wobei meine Familie dann auch immer hier war. Und dann habe ich irgendwann gemeint, so, okay, leider schweren Herzen habe ich das Projekt aufgegeben. Ich könnte mir vorstellen, dass auch grundsätzlich für Leute, die dran vorbeigehen, dass es so ein Sinnbild für eine gewisse Hoffnung ist. Ja. Man sieht eine Location, die vielseitig ist, die eklektisch ist und denkt sich, ja, die Welt ist noch nicht ganz komplett verkorkst. Ja, auch das ist. Sie ist nicht komplett irgendwie zugeschnitzt nach irgendeinem Format, das irgendwie Hochglanz ist und irgendeine strikte Programmgestaltung hat. Es muss ja nicht immer alles Musical sein, von der Tür zu Tür. Ich habe das ja auch miterlebt, wie ihr auch sagt, es ist ja ein riesen Schaufenster hier. Eingedenk der Nutzung, die es früher mal hatte, eben als Supermarkt oder Apotheke. Und dass ihr damit spielt, ne? Dass ihr dann sagt, okay, wir haben hier ein riesen Schaufenster und dann habt ihr auch so Geschichten gemacht, wo ihr zum Gehsteig hin eben den Kontakt gesucht habt über verschiedene Projekte, also ganz klar, ohne sie anzubieten, das ist, denke ich, euch auch immer ein wichtiges Anliegen, dass ihr dann nicht sagt, ja, wir wollen jetzt das Publikum erreichen oder die und die Schichten ansprechen und so hinterherlaufen, sondern das ist, glaube ich, so einer eurer großen Talente, Tunjai Du, die ganz vielen Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die hier sich mit einbringen, dass es nicht aufgesetzt wird und ihr probiert was und merkt dann, was funktioniert wie. Es ist relativ, also die eine Seite, es passiert natürlich, also ich tue mir schwer, eine Maske aufzusetzen und irgendwas zu sein, was ich selber nicht bin.
also da fällt mir die Arbeit auch schwer. Da schaue ich auf die Uhr, die Zeit vergeht nicht und es ist wahnsinnig anstrengend für mich, irgendwas zu machen, zu sein, eine Arbeit zu verrichten, wo ich mich nicht damit identifizieren kann. Ja. Je natürlicher ich agieren kann, desto leichter fällt mir das auch. Sprich, ich kann auch mal ohne Probleme 15 Stunden arbeiten, ohne total erschöpft zu sein. Also mich erschöpft es dann mehr, 5 Stunden irgendeine Maskerade, eine Maske aufzusetzen, das zu sein, was ich nicht bin, um meine Arbeit zu verrichten. Ganz interessant, es erinnert mich an eine Radiosendung, die ich jüngst gehört habe, oder einen Podcast, eine Rede, einen Beitrag, wo einer, der in der Pädagogik sich eingearbeitet hat, sagt, wenn ich Menschen über Frontalunterricht versuche, ganz festgefertigte Inhalte zu vermitteln, dann geht es meistens, es funktioniert zwar vordergründig, aber das Wissen bleibt in der Regel nicht so haften und das ist eher aufgesetzt, es erzeugt auch Widerstände bei dem, der sich das aneignen soll. Wenn man aber den umgekehrten Weg geht, dass man zum Beispiel in der Pädagogik, in der Schule, im Kindergarten, in der Universität seine Rolle als Pädagoge, als Lehrer, als Professor so sieht, was muss ich tun, damit ich Sog erzeuge, damit ich merke, okay, hier bringe ich die Leute dazu, was zu tun, und wenn ich den Funken dann, wenn der überspringt, dann ist da so viel Energie da, dass die 15 Stunden wie im Flug vergehen. Da muss man eher aufpassen, dass man sich nicht selbst ausbeutet und dann auch wieder Mußestunden sich genehmigt. Und ich denke, das sind eben auch Erfahrungen, die man machen kann. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Also ich glaube, manchmal ist es auch ein Manko, ich reagiere wahnsinnig viel aus dem Bauch raus. Also ich mache mir wenig die Gedanken drüber, wie muss ich agieren, um das und das zu erreichen. Also ich bin ein wahnsinnig schlechter Stratege, kann auch noch viel dazu lernen. Auch wie ich jetzt mit den Menschen, mit Leuten, die hier arbeiten, mache ich mir meine Gedanken, aber meistens reagiere ich aus dem Bauch heraus so, und so fühlt es sich richtig an. So, manchmal im Nachhinein denke ich mir, oh, das war jetzt nicht richtig, wie du reagiert hast, oder du hast zu emotional reagiert, und mache mir dann in dem Moment danach Gedanken drüber, das nächste Mal würde ich gern so reagieren. Aber ich baue mir wenig Strategien. Wie ist die Außenwirkung? Klar, wir haben uns jetzt auch die letzten 7 Monate hingesetzt, ein Konzept zu schreiben, was auch mal ganz gut tut, auch zu mir, hey, die ganzen Ideen sind ja eigentlich alle da drinnen, so wie ich tagtäglich agiere, wie ich mit Menschen umgehe, das sind meine Werte, so stelle ich mir das vor, aber das denke ich nicht die ganze Zeit. Ich fühle das und mache es irgendwie. Aber man kommt da dran nicht vorbei. Irgendwann sitzt man mit, von mir aus, Beamten am Tisch, oder man ist ständig gezwungen, dann natürlich auch. Man wird auch reflektiert von Menschen, die dann auch sagen, so, warum hast du das jetzt so gemacht? Ja. Also, oh ja, stimmt eigentlich. Aber ich fand das ja vorhin interessant, weil wir leben, das ist ein massives soziologisches Problem heute, dass die primäre Assoziation mit dem Wort Arbeit immer negativ ist. Yeah, yeah. Und es ist wichtig, dass Leute hervorleuchten innerhalb der Gesellschaft, die eine umgekehrte Wirkung haben. Genau. Weil die ursprüngliche Idee ist ja, dass man ja gerne arbeitet. Man sollte ja gerne arbeiten. Das ist auch in jedem, was ja noch Kinder beobachten, da ist es ja noch sehr pur. Ja. Ich habe selber Kinder, ich habe auch einen Sohn. Warum lernt ein Kind laufen? Das ist ein unheimlich anstrengender Prozess, weil es halt neugierig ist, weil es was dazulernen will, weil es sich entwickeln will. Und wir haben halt, ich
habe mich mit dem Thema Schule etwas mehr beschäftigt. Das sind ja, das atmet ja unser System noch sehr viel aus dem 19. Jahrhundert. Und es ist weniger so, dass ich mich da entwickle, sondern es ist ja bezeichnend, dass mir als Kind gesagt wurde zur Einschulung, und ab morgen beginnt der Ernst des Lebens. Das ist eigentlich total traurig, ne? dass ab 6 Jahren ist es spätestens vorbei, dass man freudig ins Leben geht. Heute ist es ja so erweitert mit der Formel und versuche es so zu bestreiten, den Ernst des Lebens, dass du möglichst wenig für möglichst viel arbeitest, dann hast du dein Ziel erreicht. Ja. Das ist ja so eine moderne Formel. Ja. Die passt auch gut auf Prostitution und solche Sachen. Und da ist es wahnsinnig wichtig, dass die Leute irgendwo in eine Infrastruktur auch gehen können und merken, das ist nicht ganz wahr. Ja. Leute, die gerne arbeiten, schauen überhaupt nicht auf die Uhr. Genau. Schauen auch nicht unbedingt auf den Taxameter die ganze Zeit. Ja. Und wie organisiert man eine Gesellschaft so, dass immer mehr Leute vielleicht das, was sie tun, gerne machen? Ja, ich glaube, das ist die Basis und die Wurzel, so was man, denke ich mal, schon lernen muss, auch bei der Sache zu bleiben. Also mir fallen natürlich viele Sachen wahnsinnig schwer und ich muss mich überwinden und mich konzentrieren und durchhalten. Und welches, in welchem Zusammenhang als Beispiel jetzt? Vorbereitung vor die letzte Veranstaltung, dieses Traumhausbau-Veranstaltung, die wir hatten. Es hat mich wahnsinnig viel Kraft gekostet, das alles herzurichten, vorzubereiten, erstmal die Basis zu liefern. Ich wollte eigentlich gleich anfangen, musste aber den Tag vorher sehr viel organisieren, schleppen. Dann war schon mal ein riesengroßer Block Arbeit vorweggetan, bevor es überhaupt losgeht. Musste dann den ganzen Tag eigentlich auch vor Ort sein, wobei das der tolle Part ist. Und am Abend war ich dann so K.O., aber einfach auch so glücklich, dass das funktioniert hat. Und ich habe gemerkt, dass dieser Part, den ich vorher investiert habe, notwendig war. Ja? Dass das mein Beitrag dazu war, dass das auch stattfinden konnte. Und das hat mich am Ende sehr, sehr glücklich gemacht, damit andere wieder partizipieren, teilnehmen konnten. Ja. Oder unsere Küche, nachdem das von unglaublich vielen Personen verwendet wird, von unterschiedlichen Gruppen, das unten ausgesehen hat in der Küche, als hätte eine Bombe eingeschlagen und ich jeden Tag dran vorbeigegangen bin und so, um Gottes Willen. Ich mich dann überwunden habe, okay, hey, ich räume jetzt diese Küche auf, habe 2 Tage diese Küche aufgeräumt, habe jede einzelne Kiste beschriftet, Teelöffel, Messer, was ich eigentlich schon vor langer Zeit machen wollte. Und jetzt kann die Küche genutzt werden, weil jeder weiß, wo gehört was hin. Also da freue ich mich nicht drauf, die Küche aufzuräumen. Aber man macht irgendwas, was einen augenscheinlichen Nutzen hat für andere. Ich glaube, das ist das Wichtige. Wenn du arbeitest, also eine fiktive Arbeit, ich habe viele, viele unterschiedliche Sachen schon ausprobiert. Ich habe angefangen in der Brotfabrik über Medikamenten in eine Kiste rein, Kirchenmalerei, Kameraassistent, Bühnenbild. Und bei all den Tätigkeiten, wo ich das nicht gesehen habe, für was ist das eigentlich gut? Also wenn ich nur ein kleines Glied drin bin und weder Anfang noch Ende mitbekomme, ist es für mich unglaublich anstrengend, diesen Prozess nachzuvollziehen, dass es nur diese Tätigkeit ist und der Sinn dieser Tätigkeit ist, dass dann das Stückchen, wo ich 50 cm weiter gucken kann, weiter funktioniert. Das ist für mich, aber ich denke mal, das ist für jeden sehr schwierig, da Energie... Ich halte da immer inne, wenn wir in so einer Situation, wenn ich vor einer persönlichen Arbeitshürde stehe und dann stelle ich mir einfach für 10 Sekunden vor, wie das wäre, 12 Monate einfach bei einer Versicherungsfirma zu arbeiten oder bei PricewaterhouseCoopers in einer Consulting-Firma und dann fühle ich mich sofort viel leichter und viel energetischer, weil dieser Schrecken dann nach 10 Sekunden wieder von mir abfällt. Ich denke mal, das ist auch etwas, was in der Gesellschaft immer mehr eine Rolle finden wird, denn die Sinnlosigkeit bestimmter Aufgaben oder Jobs in Verbindung mit einer weltweiten Finanzentwicklung. Also ich glaube, die Leute werden auch wieder mehr zu sich finden. Sie fragen, ist das, was ich mache, wirklich in irgendeiner Form? Hat es, abgesehen davon, dass es mir ein Gehalt bietet, hat es noch irgendeine Art von Effekt? Ja, und auch die Verantwortung. Also bei mir war das der Fall,
Ich habe fürs Fernsehen Bühnenbilder gemacht und sollte dann die Farbabteilung übernehmen. Mhm. Gebäudekomplex. Und dann habe ich mir gedacht, ja, super, finanziell wird es bestimmt alles besser. Und dann plötzlich habe ich mir gedacht, okay, was mache ich eigentlich hier für eine, ich schaue nicht Fernsehen, ich habe keinen Fernseher, aber ich finde die Sendungen, die da eigentlich produziert werden, total bescheuert. Die Arbeit an so macht Spaß. Ich arbeite sehr gerne mit meinen Händen, arbeite sehr gerne kreativ, lebe mich aus. Aber dieses Produkt, was ich herstelle, kann ich in keinster Weise vertreten. In dem Moment musste ich dann ablocken. Ich sage, nee, tut mir leid, ich kann das nicht machen. Habe alles auch abgebrochen, habe den Job aufgehört, weil ich mir über die Verantwortung, wenn ich das mache, mache ich das vielleicht gut, das wird ausgebaut, es können noch mehr Bühnenbilder gebaut werden. Das Gegenargument kommt natürlich dann immer gleich, ja, dann macht es ja jemand anders. Mhm. Wie in vielen verschiedenen Lebenssituationen. Dann verdient jemand anders das Geld. Aber da habe ich dann auch gesagt, aber für mich, ich kann sagen, okay, ich mache da nicht, weil man produziert etwas, das wird dann danach, kommt in den Container und wird klein gehäckselt, dann werden wieder neue Holzplatten hergestellt und man baut ein neues Bühnenbild. Also in diesem Kreislauf wollte ich mich einfach nicht mehr befinden und habe dann einfach mich umgeguckt, okay, ich muss irgendwas machen, wo das Endprodukt, wo ich mich damit identifizieren kann und ich das Gefühl habe, ich belaste die Welt nicht noch mehr mit irgendwelchen Müll. Das ist eine Sinnfrage eben auch. Ganz sowas. Genau. Das berührt auch, in meinen Augen, das berührt auch ein echt großes Problem. Heutzutage ein Tabu, über das ja im Grunde ja niemand spricht, nämlich dass geteilter Wohnraum sollte eigentlich immer mit geteilten Interessen zu tun haben. In einem Mietshaus sollten, in der Theorie, sollten da eigentlich nur Menschen wohnen, die irgendeine Art von gemeinsames Interesse haben. Mhm. Das würde ganze Berge aus Problemen beseitigen. Das Interessante aber in so einem Viertel ist, dass das ja teilweise im Rahmen dieser Homogenität schon so vorhanden ist. Ich weiß, dass man das zwar seit den 60ern, 70ern verhindern wollte, also das war, denke ich mal, immer eine bayerische Prämisse, keine nationalen so Hortungen unterstützen, keine so, alles muss schön aufgebröselt sein, es soll kein Chinatown geben und so gesagt, hat man ja nicht geschafft, es ist trotzdem entstanden. Aber reizvoll daran ist, dass es tatsächlich zum Teil Wohnansammlungen sind, die auch bestimmte gemeinsame Interessen haben oder zumindest eine ähnliche Denkweise. Das ist das, was man in einem normalen Hochhaus, in einem normalen Mietshaus findet man das nicht. Da wohnen 600 Leute, die haben miteinander überhaupt nichts zu tun. Das entdecke ich aber bei mir auch, muss ich ganz ehrlich sagen, mache mir da auch meine Gedanken dazu. Mhm. Ich habe bei mir in der Landwehrstraße ist ja im Hinterhof die Moschee. Mhm. Und wir leben da parallel. Also ich hätte ja die Möglichkeit, da stärker in Dialog zu treten. Mhm. Mit dem, ich nenne ihn immer Muheziehen, ich glaube, das ist der Herr Türk, der ist da früher Hausmeister gewesen, kümmert sich auch so um die Moschee. Und mit dem habe ich schon Kontakt so und wir unterhalten uns immer, aber darüber hinaus gehe ich nicht. Und deswegen bin ich auch so dankbar für einen Ort wie das Import-Export, weil hier man niedrigschwellig über eine Veranstaltung, die einmal anspricht, den ersten Schritt geht und dann merkt, okay, kommt ganz entspannt auch ins Gespräch mit anderen und dann passiert was. Und deswegen ist das Angebot so wichtig. Mhm, das ist das eine, also der Ort und die Zeit. Mhm. Das geht nicht von heute auf morgen. Mhm. Und deswegen ist das so kontraproduktiv, wenn diese Zwischennutzung, dass das so als etwas Tolles hervorgehoben oder seid doch froh, dass ihr das habt und wenn ihr weiterzieht, habt ihr auch wieder andere Umgebung, andere Inspirationsmöglichkeiten, das weiß ich, was da für Argumente komme, ich finde es einfach schäbig. Ich habe das ja schon mal in einem anderen Zusammenhang gesagt, wenn Kultur seine Kreativität und Lebendigkeit daraus bezieht, dass man auch häufig den Ort wechselt, warum ist denn dann die Staatsoper immer am gleichen Platz? Mhm. Ja. So, und vielleicht könnten wir jetzt dann auch nochmal zu dem kommen, was ja jetzt bevorsteht, ist ja, dass das Import-Export, so wie es jetzt hier in der Goethestraße 30 ist, nicht mehr sein wird. Aber das Import-Export ist nicht tot, das Import-Export lebt weiter. Wo genau, wissen wir noch nicht. Es wird hier im südlichen Bahnhofsviertel
sein. Mhm. Zumindest bündelt ihr da sehr viel Energie drauf und viele, viele andere, die da mit euch aktiv sind. Ja. Wann war denn für euch so der Punkt, wo ihr gesagt habt, da gab es nicht mehr so Postkarten oder gibt es ja heute noch, gebt uns die Reste oder wir sind keine Bittsteller, diese Geschichte, wo ihr gesagt habt, Moment mal, wir müssen uns nicht einfügen in dieses, für euch gibt es halt Zwischennutzung, jetzt schauen wir mal, wenn wir euch wieder ein Almosen hingeben. Mhm. Was hat das ausgelöst, dass ihr da gesagt habt, wir stellen jetzt mal Ansprüche? Also ich würde es nicht so formulieren, dass wir jetzt Ansprüche stellen. So aus der Entwicklung heraus, was jetzt den einen Aspekt der Zwischennutzung angeht, was du meintest. Zwischennutzung ist wichtig, hat seine Berechtigung, war für uns eine tolle Möglichkeit, einfach mal auszuprobieren. Wir sind hergekommen, haben angefangen, haben gemerkt, aha, so funktioniert das, haben weitergearbeitet und waren uns dessen bewusst, das ist eine Zwischennutzung, wir sind jetzt mal für eine Zeit lang hier. In der Zeit haben wir viele Verlängerungen erleben dürfen, was zum einen sehr anstrengend für uns war, anstrengend bestimmt auch für die Besucher, weil sie nicht wussten, da geht es jetzt weiter, geht es jetzt nicht weiter. Und die Frage, ob jetzt Zwischennutzung für uns das Richtige ist oder nicht, das kam immer mal wieder, dass wir meinen, oh, jetzt müssen wir schon wieder eine Verlängerung beantragen, haben uns dann natürlich gefreut. Ich kann nicht den klaren Zeitpunkt nennen, das ist einfach gewachsen, wo wir gemerkt haben, wo wir uns eigentlich schon auch das letzte Mal gedacht haben, boah, sollen wir jetzt nochmal eine Zwischennutzung, sollen wir das nochmal verlängern? Eigentlich ist dieses Gefühl, eine Zwischennutzung zu haben, eigentlich schon eine Vergangenheit. Mhm. Wir sind keine Zwischennutzung mehr. Aber in München ist doch eigentlich alles Interessante, Kulturelle ist doch in einem Zustand der Zwischennutzung. Da würde ich also nicht sagen. Optimal, wie ein Kunstpark aus, das alles ist irgendwie zwischengenutzt für ein Jahrzehnt. Gibt es so eine Angst hier in München, einfach mal die Dinge hinzustellen und sagen, das weiß ich gar nicht. Und ich glaube, es hat seine Berechtigung auch. Wenn du aber vorhast, dich mit dem Viertel ein bisschen zu verwachsen und dann, das schließt es eigentlich aus. Du kannst ein kurzfristiges Projekt machen, löst auch was aus, auch einen Pressewirbel und du legst auch einen Fokus, weil das München ist schon auch so, dass wenn irgendwas Neues ist, kommt erstmal der Fokus drauf, die Inhalte sind erstmal ist es Neue. Und dann werden die Inhalte angeguckt. Und das war bestimmt hier auch so am Anfang. Es war ein riesengroßer Spot hier auf diesen Platz gerichtet. Von allen Seiten sind die Menschen geströmt. Dann hat es ein bisschen nachgelassen, was sehr, sehr entspannend eigentlich war, weil du gemerkt hast, die Leute kommen wegen den Inhalten. Ob das jetzt neu ist oder alt ist, das ist denen egal. Die finden die Inhalte schön und auch die Atmosphäre und die Menschen. Und da ist es eigentlich so klar geworden, so okay, das mit dieser Zwischennutzung ist jetzt nur noch der Begriff, wenn wir jetzt die nächsten 50 Jahre hier, wir haben ja 50 Jahre, um Gottes Willen, aber wenn wir jetzt länger da wären, wie für ein paar Monate, würden die Leute nicht kommen, weil es eine Zwischennutzung ist. Und das hat sich gut angefühlt so und das hat sich richtig angefühlt im Endeffekt. Und wie viele Jahre sind das bis jetzt? Drei. Jetzt sind es drei Jahre, mittlerweile über drei Jahre jetzt schon. Ja. Oder genau drei Jahre so. Was mich eben, um das nochmal aufzugreifen, das hat mich schon, ist mir aufgefallen, dass sich da auch die Haltung verändert hat bei euch. Also so ist es bei mir zumindest entstanden, so mit diesen Postkarten. Das war für mich so klar. Wir sind dankbar für die Gelegenheit, die wir jetzt bekommen haben. Mhm. Das ist in absehbarer Zeit zu Ende. Aber wir suchen einfach jetzt eine Möglichkeit anzuknüpfen, nicht indem wir in den Loop gehen und nochmal eine Zwischennutzung nochmal, sondern weil wir viel gelernt haben hier, weil wir die Sache auch gut machen, weil sich jetzt beginnt, das weiterzuentwickeln, anders zu entwickeln, das Verwachsen, wie du es genannt hast. Mhm. Und dann habt ihr da
denke ich schon. Ich habe das Gefühl, das ist eine selbstbewusste Haltung, die jetzt ein. Das ist eine selbstbewusste Haltung, bestimmt nicht zum einen. Nicht Bittsteller. Nee, auch diese Aktion mit den Postkarten und dieses Projekt Dialog, was wir da ins Leben gerufen haben, das war ja auch schon vorher. Es ist gewachsen in der Zeit, in der wir hier waren. Es war bestimmt auch notwendig, diese Zeit zu diesem Punkt zu kommen. Und jetzt ist es, oder es war die ganze Zeit eine Reaktion auf den Bedarf. Und jetzt reagieren wir auch und sagen, hey, der Bedarf ist da. Es ist nicht, wir wollen das, weil wir unsere schöne, kleine, schnucklige Insel gebastelt haben. Wir wollen uns daran festhalten, sondern wir haben das erfahren über diese lange Zeit, dass dieser Bedarf da ist. Für diesen Raum, für einen viel größeren Raum. Deswegen haben wir jetzt auch ein Konzept geschrieben, dieser Raum reicht nicht mehr aus für den Bedarf, der vorhanden ist. Das ist die richtige Formulierung. Das ist jetzt nicht, was aus unserem Inneren heraus wächst, das bestimmt auch, aber das vermischt sich einfach sehr stark mit dem Bedarf, der da ist. Und darauf reagieren wir. Und wir haben festgestellt, dass dieser Raum nicht mehr reicht. Und vielleicht ist es auch eine natürliche Entwicklung. Jetzt gibt es 3 Jahre Zwischennutzung. Das Haus wird abgerissen und das deckt sich einfach mit dem Bedarf und mit unseren Interessen, dass wir eine größere Immobilie benötigen, dass eine größere Immobilie benötigt wird von den Münchnerinnen und Münchnern hier aus dem Viertel und aus ganz München. Aber das ist schon ein bisschen gegen den gängigen Trend, nicht? Wenn man jetzt sagt, wir wollen aber trotzdem hier im Viertel bleiben. Oder ich kann es nicht beurteilen, wie ist das Angebot hier? Wenn man sagt, man will was doppelt so großes wie hier im Bahnhofsviertel. Es könnte auch 3- oder 4-mal so groß sein. Aber existiert das überhaupt? Ich meine, es existiert bestimmt. Ohne das jetzt schon sozusagen. Ich denke mir aber auch, es ist anfängt steht eine Vision von einer Sache, die vielleicht auch theoretisch ist, aber ihre Berechtigung hat und die jetzt vielleicht nicht nur von einem gedacht wird, sondern von vielen Menschen. Und ich denke, das ist bei ganz vielen Projekten auf dieser Welt schon gewesen, dass eine Vision anfänglich gestanden hat, die realisiert worden ist. Also ich meine, man schaut sich Sachen an, denkt man, wie ist das passiert? Und irgendwann ist es normal und ein fester Bestandteil. Und ich glaube, wenn man immer denkt, so darf man eigentlich so groß denken? Ist das überhaupt realistisch? Ist man da ein Utopist? Ich denke mal, von so vielen großartigen Projekten, die umgesetzt werden, stand am Anfang eine Idee. Ganz genau. Und hier ist es mehr eine Idee, hier ist es was Reales, das groß gedacht ausgebaut werden kann. Und mein Gefühl sagt mir, dass sowohl du als auch der Tunschei, der jetzt ja unser nächster Gast sein wird, dass ihr da eine große Zuversicht habt. Ja, ich glaube, die Zuversicht ist wichtig, dass es, also wenn ich jetzt von mir spreche, das ist mein Motor bei allem, dass ich mir überlege, ja, das funktioniert, das ist richtig, das ist wichtig, das wird gebraucht. Das ist jetzt nicht irgendwie, wenn ich jetzt mir überlegen würde, ich würde ein neues Auto entwerfen, das 50 Liter Sprit braucht und dann würde ich denken, das braucht doch kein Mensch. So, also wird es auch bestimmt nicht funktionieren, dass ich das vermarkten kann. Wenn ich jetzt aber eine Sache glaube, das ist wichtig, das wird gebraucht, da sehe ich einen Sinn dahinter, ist es fast so, als wäre es schon da. So, es ist genau, jetzt sind die Räumlichkeiten die, okay, es wird abgebrochen, dann das ist die Motivation von mir bei allem von meinem Leben, würde ich jetzt mal sagen. Also, dass ich mir da Zuversicht habe und auch die Notwendigkeit sehe. Und klar hat man auch immer mal wieder Zweifel zwischendrin, was auch wieder gut ist, weil du dich dadurch dann wieder reflektierst und dann nochmal die Sache ganz genauer anschaust. Aber wenn das ständig über mir schweben würde, vielleicht klappt es
nicht und dann will ich sofort die Lust verlieren und auch die Motivation, Zeit und Kraft da zu investieren. Wie stellt sich da eigentlich so die Stadt München also dazu? Kann man da mit einer gewissen Unterstützung rechnen? Weil so, ich denke mal, da gibt es schon auch Leute, die das interessant finden, die auch diesen Bedarf anerkennen. Ja, auf jeden Fall. Die Stadt findet es wunderbar, findet es toll. Wir haben auch Signale für Support in verschiedene Richtungen. Ich kann jetzt nicht von allen von der Stadt sprechen, aber etliche Vertreter von der Stadt, aus der Verwaltung, heißen es gut und würden es auf jeden Fall unterstützen. Ja. Ja, dann kann ich mich erstmal nur ganz herzlich bedanken, dass du dir, Michael, so viel Zeit genommen hast und auch das eine oder andere Persönliche berichtet hast. Für mich auch viele neue Erkenntnisse gebracht und ich denke mal, unsere Zuschauer, die in München sind oder auch von weiter her kommen, sollten sich überlegen, entweder ziemlich zügig jetzt nochmal ins Import-Export zu kommen oder sich schon mal jetzt drauf zu freuen auf das andere, auf das Neue. Das neue Import-Export, ja. Weil das Traumhaus, es steht ja schon, es ist ja schon gebaut, da wird auch immer noch ein bisschen dran gefeilt an dem Riesenmodell. Und ich bin das genauso zuversichtlich wie du, dass das Viertel ist, also dass es das geben wird, weil es die Menschen wollen und weil sie es brauchen. Mhm. Ja. Ja, danke für die Einladung, dass ihr euch die Arbeit auch macht für dieses Projekt, das ihr habt. Dankeschön.